Aber das erhöht die Schwere. Wirklich. Ja, das erhöht die Schwere. Das ist ja pervers. Ja gut, weil so viele sterben. Hm, blöd. Das ist so teuer alles hier. Das ist so teuer. Aber ich brauch's. Ich brauch den Scheiß. Schwere geht zu stark hoch. Ich will die Schwere eben nicht erhöhen. Olympische Spiele zurück. Ja, Mittelamerika geht es zumindest jetzt gut um. Ja, vielleicht ganz gut, dass wir in die Wasserwege und so hier da auch investiert haben. Aber das Dumme ist, ich brauche wieder zu viel DNA. Ich krieg nichts. Auch die Verstecke bringen Scheiß. Das ist jetzt nämlich genau das Problem. Ja, aber dann komme ich nicht mehr zurück, dann brauche ich wieder ewig. Und sobald die dann hier was machen, ist vorbei. Und ich kann gegen die Heilung sonst halt nicht viel machen. Und ich brauche auch, um die Heilung zu stoppen, den Blutrausch. Und sonst kann ich gar nichts tun. Ich muss auf jeden Fall noch auf den Vampir gehen. Überbiss. Die Zähne infizierten wachsen und können uns unter Vorstellung erhöht Ansteckungsgefahr. Messende Wunden. Dunklen Eiter ab. Versuchen wir mit dem Überbiss. Schlagaderbiss. Infizierte spüren das Verlangen, andere in den Hals zu beißen. Oh, das ist super. Das erhöht die Ansteckungsgefahr ja unendlich. Das Vampirwachen beginnt. Das Rice-Syndrom sucht nach einem Vampirwirt. Hunderte Millionen von Menschen werden dahin geraucht. Infiziere mehr Menschen, um die Sache zu beschleunigen. Ja. Wird auch nur ein einziger Vampir, ey. Mhm. Das ist genau das Problem. Und ich komme nicht so schnell. Ich kann zurück, ja. Aber dann komme ich nicht mehr hier hin. Ich sollte hier jetzt einbauen. Okay, und jetzt einfach hier hin. Wo ist das Ding? Das ist hier, oder? Das ist doch genau da, wo ich jetzt bin. Kill it. Neuer Vampir in Brasilien erschaffen. Sehr gut. Das ist super. Den muss ich leider erst heilen. Da ist noch ein Labor. Da ist auch ein Labor. God damn it. Jetzt kommen die hier mit Laboren wie die Seuche, ey. Jetzt kommen wieder kleine Kinder, die schreien. Was los? Ich finde es übrigens richtig gut. Ja, ja, das finde ich auch. Dass der Soundtrack so gut passt, ist klasse. Oh, Schattensklaven! Genmanipulationen sorgen für extreme Verhaltensanomalien und schließlich dauerhafte Psychosen. Infizierte werden zu Sklaven des Vampirs. Yes, baby! Blutopfer. Infizierte spenden ihr eigenes Blut, um Vampir zu stärken. Verstecke generieren zusätzlich DNS mit zunehmender Zahl von Infizierten. Dermale Kalzifizierung, Mutationen im Hormonsystem lassen Teile der Haut verhärten und verkalken, mit der Zeit tödlich. Okay. Oder Muskelhypertonie. Surges of contractile proteins combined with constant microtrauma increase muscle mass. Infected easily able to overpower other humans. Significantly increases in... Wow, aber wie, ey? Okay, das ist krass. Kann ich beides machen? Nein, leider nicht. Aber ich will auf jeden Fall das. Overpower them und dann werden wir Blutopfer noch dazu holen. Naja, muss ich erstmal erholen. Fahndung nach Blutkultanführer in Kanada. Na toll. Oh, oh, oh! Bloodpads! Das Rice-Syndrom verursacht Massenpsychose bei Opfern. Das Rice-Syndrom bringt Infizierte dazu, plötzlich auf blutige Menschenjagden zu gehen. Bei der sieben Befragung geben sie an, dem Meister zu dienen. Dem Meister. Yes. Okay, mehr DNA durch Verstecke ist absolut gut.
Vampirsklaven terrorisieren Zentralasien. Alle Menschen in Zentralasien wurden durch das Rice-Syndrom zu Sklaven. Und die nur den Vampir. Die Wissenschaft wurde verboten und das Land ist in Dunkelheit versunken. Sehr gut. That's exactly what I need, baby. Come, friends. I need this. We all do. Und jetzt Templar Industries. Ja, ich weiß. Anabolismus-Schub-Syndrom. Das ist da oben, ne? Haben wir schon. Ich hätte gerne mehr Blutopfer. Oder wie wär's mit Thrombophilie? Ja, oft tödlich. Willigkeit ist gut, aber es gibt Schlimmeres, Besseres. Dann schlaf gut, Nara. Schön, dass du da warst. Gute Nacht, Nara. Bis bald. Schön, dass du da warst. Vampirismus-Sklaven terrorisieren Iran. Bürgerkrieg im Iran. Oh well. Ja, ich weiß. Ich wollte nur warten, bis der hier fertig ist. Scheiße, dann kommt nicht dahin. Jetzt brauche ich so viel DNA dafür. Templar Industries richtet. Ja, ach so, einfach mal 10 Stück. Geil. Willst du mich verarschen, Junge? Die arbeiten jetzt an Heilmittel, weißt du, ich kann nichts tun. Und in Island sind sie jetzt. Ja, geil. Ich brauche auf jeden Fall mehr davon. Die sterben so schneller als infiziert werden. Warum sterben die jetzt auf einmal so schnell? Die Letalität ist voll niedrig und die Infektionsrate ist awesome. Kill the bastards. Das ist echt nicht einfach, Leute. Oh, und der Vampir geht voll drauf. Ägypten bombardiert infizierte Städte. Heilmittel schon wieder. Heilmittel ist ja ultra schnell fertiggestellt gerade. Oh, guck mal, der Vampir geht einfach drauf. Dem Tode nahe. Vampir in Island getötet. Luck of the Devil. Seine infizierte Leiche geht in Flammen auf und entlässt eine dunkle Wolke in den Himmel. Achso, deswegen habe ich den Scheiß getötet. Den Scheiß erledigt. Templerbasis durch Vampir erledigt. Ich meine, ich habe genug, um einen neuen Vampir zu erschaffen. Was haben wir hier? Kaumuskelspannung. Die Kaumuskelschwellen anlassen, infizierte fester zubeißen. Das ist sehr gut. Scheiße, Mann. Jetzt kann mein Vampir einmal noch durch die Gegend wurschteln, aber das war's dann. Siehst du, ich hätte jetzt stärkere Infektionen gebraucht. Ja, und jetzt sterben die alle hier. Bürger wären in Japan bekämpfen Vampir. Na toll. Das heißt, er kriegt jetzt auch noch aufs Maul. Ist eh Heilmittel da. Wow, ich habe nicht genügend Leute infizieren können. Ein Heilmittel ist fertiggestellt. Es ging nicht. Ich konnte nichts machen. Neuer Vampir in Peru. Das ist echt schwer. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schwer ist. Heilmittel vergiftet Vampir in Deutschland und auch in Peru übrigens. Templer setzen Drohnen ein, natürlich. Das ist heftig. Achso, ich habe das Heilmittel übrigens gerade schon wieder beschädigt und zerstört. Das ist ja cool. Stärker, mächtigerer Blutrausch, das ist wichtig. 5 DNS, scheiße. Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr hinterherkomme, den Mist zu kaputt zu hauen, denn jetzt ist danach nichts mehr übrig. Und diese blöden Drohnen-Scheiße, ey. Und ich kann nichts tun gegen die Drohnen. Mr. Universum-Kombo. Extremes Muskelwachstum und erhöhte Testosteronwerte führen zu Arnold-Körpern. Erhöhte Ansteckungsgefahr. Ja, und leider ist mein Versteck zerstört worden. Das ist richtig problematisch für mich.
Keine Chance. Ja, Vampir tot. Das Rise-Syndrom kann das Match Vampire machen. Ja, toll. Bringt nur nichts mehr. Kater glaubt nicht. Ja, Kater ist auch ein Arsch. Dabei habe ich es jetzt schon wieder geschafft, ne? Ich habe jetzt schon wieder runtergezogen, den ganzen Mist. Aber es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Man kriegt viel zu wenig DNA für den Quatsch hier. Solltest du bitte auch schwer schaffen, Leute. Templar Industries, really? Ja, ist es. Templar Industries. Ruhig Blut-Kombo. Carpe Jugulum. Zusätzliche Muskelmassen, effektivere Kauwerkzeuge lassen infizierte mächtige Kombos aus dem Hinterhalt vollführen. Terry wäre stolz. Wer auch immer Terry ist. Ja, es bringt mir nur nichts, wenn die ganzen Infizierten hier nichts ordentliches reißen können, die Naps. Oh, wir haben 100 DNS. Das ist scheiße. Noch mehr Zerstörungskraft. Jetzt wäre vielleicht ein bisschen Infektionen noch besser. Schattenpest dringt aus allen Poren des Vampirs. Millionen Menschen werden jeden Tag infiziert. Weiter fliegen. Da geht leider nichts mehr. Kacke. Ich brauche mehr Vampire, dammit. Ich heile auch viel zu langsam, ey. Ja, jetzt haben wir schon wieder... Leise, aber tödlich. Silent but deadly. Die Leute beschweren sich über einen abartigen Geruch, der scheinbar aus dem Nichts entsteht. Okay. Das Dumme ist, meine Infektionsrate bringt gar nichts. Weil ich jetzt ja... Weil ich jetzt ja nicht mehr schnell genug die umbringe alle. Beziehungsweise, weil die sich ja jetzt alle heilen, die Schweinehunde. Oh, guck mal, wie schnell ich weggefetzt werde. Was war das denn? Was soll denn der Scheiß? Guck mal! Ja, das war's. Lecco mio, ey. Ich hätte es so geschafft noch. Jetzt hatte ich gerade die richtige Kombination aus Infektionen und Dings. Ah, dammit. Ich will das nochmal machen, Leute. Boah, wie nervig. Rise-Syndrom läuft. Kacke. Ich weiß auch nicht, wo soll man hier am besten starten? Kann mir das mal einer sagen? Die Templer haben halt Victor auf ihrer Seite mit dem tollen Hut, anscheinend. Wisst ihr was? Ich starte jetzt mal in Amerika. Irgendwo hier. Vielleicht direkt in den USA. Und dann wird da meine erste Dings kommen. Erstmal verstecken ist gut. Dann Versteck ist gut. Fliegen ist gut. So, ich will mein Versteck hier. Also wir haben Verstecke in den USA, das ist schon mal gut. So, wo müssen wir noch eins haben? Theoretisch... Also auf jeden Fall noch eins in Europa. Wäre gut, oder? Hm. Ja, Europa, Australien. Das sind zumindest schon mal drei Verstecke, die auf jeden Fall notwendig sind, um auf jedem Kontinent zu sein. Aber die werden so schnell so teuer. Das finde ich echt schon ein bisschen pervers. Wie teuer die doch so schnell werden. Das Dumme ist, ich brauche den Schattensegen. Ansonsten passiert nämlich nichts. Ansonsten kriege ich keine DNA oder DNS. Okay, das ist schon mal gut. Das brauche ich auch auf jeden Fall. Okay, ich glaube, ich sollte schon weitergehen. Vielleicht erstmal in die Karibik, dann hier. Aber dann komme ich. Hier komme ich nicht rüber. Das hier ist zu weit. Das schaffe ich nicht. Ich muss hier oben rüber. Sonst funktioniert das nicht. Victor Vran halt, ja. So in etwa. Kacke, Mann. Wir hatten so eine geile Kombo, ey. Die müssen wir nochmal verfolgen. Diese Jünger-Kombo. Die ist richtig gut. Das hat unsere Überlebensfähigkeit auf jeden Fall erhöht.
Tut mir leid, Schatz. Melly hat Schmerzen, das ist nicht gut. Da muss Melly rein. Wenn wir mal überlegen, wir haben hier ein Land, das reich ist. Das hier ist in einem Land, das reich ist. Jetzt noch in einem Land, das kalt ist. Zum Beispiel in Russland wäre gut. Oder, ja gut, eigentlich auch ist ja hier auch kalt. Oder Deutschland. Wir könnten ja in Deutschland noch einen machen. Noch einen Vorposten, praktisch. So, hier rüber. Das müssen wir leider auch machen. Banken melden Rekordprofite, das ist toll. In Grönland stört es eh keinen, wenn das hier passiert. Wenn hier irgendwie Leute mit Vampirismus infiziert werden. Da checken die ja nicht mal. Da lebt ja keiner. Also, ne? Kommt, Leute. Ich glaube schon, dass das hier Sinn macht. Dass das hier wirklich Sinn macht, das zu nehmen. Aber nur den ersten Punkt. Und den Rest nicht. Genauso denke ich, Wasser ist gut. Das hat uns zumindest vorher geholfen. Dankeschön, Lucy. Ja, das liebt Lucy. Ich muss auch mal sagen, dass ich es so extrem unlogisch finde, dass man weder von Nord, weder den Nord noch den Südpol infiziert muss, um zu gewinnen. Die Leute in den Inuit-Dörfern und Forschungsstationen übrig. Oh well, 15 Leute oder so, was soll das? Bis die merken, dass alle tot sind sonst. Ist es auch wurscht, dass die überlebt haben. Oh, habe ich gerade sehr viele infiziert, das ist okay. Ja, gehen wir mal nach Großbritannien, da gibt es wenigstens viele Möglichkeiten, das in alle Richtungen auszubreiten. Ja, okay, ja, Großbritannien ist jetzt eine ganze Menge. Irgendein kaltes Land. Ich habe gesagt, wir machen mal Deutschland. Komm. So, direkt nochmal ein Versteck gebaut in Deutschland. Und dann eins, das nächste in, weiß ich nicht, Richtung China? Aber China brauchen wir eigentlich gar nicht so wirklich. Es ist halt ein reiches Land. Aber sinnvoller wäre, wenn wir jetzt, ne, ich glaube Indien. Wir nehmen Indien, wir gehen jetzt hier runter nach Indien und dann gehen wir Richtung Australien und bauen da auch noch einen. Oder beziehungsweise in Neuseeland könnten wir vielleicht noch einen bauen. Das ist halt das Problem, ne? Oh Mann. Zumindest, dass wir die Möglichkeit haben, die Ausbreitung zu erhöhen. Türkei, komm. Erstmal in der Türkei noch ein paar Vampire gemacht. Speziesübergreifende. Wir brauchen die speziesübergreifende Infektion, habe ich das Gefühl. So. Okay, in der Türkei dürften jetzt auch, au ja, sehr viele infiziert sein, sehr gut. Dann direkt nach Indien. Und ich denke mal, mit der Übertragung durch Fledermäuse können wir es schaffen, dass aus diesen Hotspots, die wir jetzt erzeugt haben, es richtig explodiert. Sonst hoffe ich das sehr. So, wir sind in Indien. Ja, da geht es jetzt richtig rund. Super. Definitiv noch einen Hotspot geschaffen. Kommen wir noch nicht so weit. So, wenn ich jetzt noch Fledermäuse dazu nehme, wird es hoffentlich ein bisschen explodieren. Nicht zu stark, aber genug. Sehr schön. Nachtaktivsymptom? Nein. Not yet. Beim nächsten Mal. Ich will mehr Mutationen. Ich will starke Mutationen. So viele, wie es nur geht. Aber noch nicht jetzt. Erst wenn wir entdeckt sind und wenn wir vor allem schon genügend... Ach scheiße, ich wollte in Indien doch so ein Ding bauen. Dammit! Ich bin so hohl. Also bauen wir erstmal so ein Ding. Okay. Und jetzt geht's runter. Weiß ich nicht. Müssen wir nach Neuseeland kommen? Ja, natürlich. Die Krankheit muss da hinkommen, Schatz. Na klar, aber ich meine... Brauche ich da einen Außenposten unbedingt? Das ist die Frage. Aber es ist reich. Also wir haben jetzt hier einen Hitzepunkt. Ja doch, einen reichen wirklich vielleicht ganz gut. Wir verbreiten unseren Raumklima sehr schlecht. Und ich glaube, das war auch vorher unser Tod. Also das war vorher das Problem, was wir auch hatten. Wir brauchen die beiden auf jeden Fall. Ich glaube, reiche Länder können wir auch anders noch ausgleichen.
Nee, wisst ihr, mit der Logik... Ich glaube, mit der Logik nehme ich mir lieber Australien. Als Punkt. Scheiße, wir werden immer zu wenig haben. Immer. Wir müssen die Ausbreitung fördern. Das ist so geil hier. Noch besser die Fledermäuse. Das ist in urbanen Gebieten. Ja, Fledermäuse sind aber heftiger. Wir brauchen auch ein bisschen Bang for our buck, ne? Jetzt würde ich das gerne machen hier, aber ich muss hier nochmal durch die Gegend wandern. Ja, wir haben Aufmerksamkeit erregt. Ich hatte es befürchtet, weil wir zu viel wollten auf einmal. Aber generell würde ich lieber Australien haben, weil hier sind alles extrem heiße Länder. Wir haben auch kalte Länder hier und leider sind wir hier und nicht dort. Feste Liebe in China, das ist toll. China ist auch schon infiziert. Wahrscheinlich deswegen. Russland ist infiziert. Auch wenn ich nicht viel davon krieg. Türkei ist ziemlich infiziert. Unbekannte Krankheit in der Türkei entdeckt. Jetzt sind wir dran. Scheiße. Dabei haben wir doch gar keine... Doch, wir haben Schwere. Dammit. Wir haben wirklich Schwere. Ja gut, dann können wir den auch gleich wieder hier packen. Der Steroidschub ist einfach gut. Ja, warum nicht die Anämie und den Chrom? Wir müssen jetzt ein bisschen hier powern, habe ich das Gefühl. Einfach die Ansteckungsgefahr so hoch treiben, dass sie alle ganz schnell infiziert werden. Hier ist noch ein bisschen knapp. Ich muss hier weg vor allem. Aber wir haben einfach nicht genug. Wir haben einfach nicht genug Zeug hier. Photophobie. Ja gut, das ist okay. Wir lassen jetzt die Symptome durch, weil jetzt haben sie uns eh schon entdeckt. Gut, in Indonesien haben wir sie auch gut. Jetzt können wir auch hier unten noch eins hinsetzen. Vielleicht ist ein Fehler, hier so weit außen hinzugehen, aber irgendwie... Ich will trotzdem. Die Templer dürfen noch nicht aufkommen. Wenn die aufkommen, haben wir ein Problem. So, erstmal die Infizierten in den USA hochtreiben. Oh shit, jetzt ist wieder China ultra explodiert. Kranke Scheiße. Oder eigentlich implodiert. Fällt einfach in sich zusammen. Okay, hier haben wir Infizierte, haben auch ein paar Infizierte. Ich will jetzt hier runterfliegen. Überbiss erhöht die Ansteckungsgefahr, erhöht die Ansteckungsgefahr. Ja, und dann will ich in Schattensklaven schon gehen, die Richtung. Aber wir brauchen hier unten vielleicht auch noch einen Punkt. Ich habe das Gefühl, dass es auch schlecht, dass wir hier keinen haben, aber... 47, Leute. 47 DNA ist eigentlich schon zu viel. Aber durch die Schattensklaven können wir mehr DNA bekommen. Das ist vielleicht ganz gut. Ich habe jetzt schon wieder nicht das hier, ne? Ich brauche Kältetoleranz. Wir nehmen auch die Hitzetoleranz noch mit dazu. So, jetzt mal gucken, wie es läuft. 30.000 Infizierte... Ein neuer Vampir wäre eigentlich auch ganz cool. Das Problem ist aber, wenn wir das jetzt machen, könnte es auch in die Hose gehen, ne? Können uns auch tierisch in den Hintern beißen. Weil die dann denken, oh scheiße, jetzt müssen wir was machen. Jetzt müssen wir in Brasilien noch ein Camp errichten. Labor in Grönland, ja, jetzt ist eh vorbei. Jetzt haben wir den Salat. Schattensklaven, ja komm. Und danach den nächsten Vampir. Damit wir in mehreren Regionen der Welt gleichzeitig sein können. Weltmeisterschaft abgebrochen, sehr gut, in Rio. Ich hätte hier auf jeden Fall gerne noch eins. Massenpsychose, sehr gut. Okay. Das versteckt, das wird das letzte sein. Da müssen wir irgendwie klarkommen jetzt. Das war's. Ich hoffe, jetzt kommen wir gut genug rum. Du musst da hin, dann können wir das Ding hier zerstören. Vampir-Sklaven terrorisieren. Sehr gut. Das Dumme ist, ich brauche den Scheiß. Kacke. 17 DNA. Verdammt. Sonst kann ich nichts machen gegen die Typen.
Hier Sklaven terrorisieren wieder. So. Den brauchen wir. Go, go, go. Labor in Kanada zerstört. Toll. Fliegt noch ein Stück für unnötig DNA-Verschwendung. Templar Industries. I hate them. Scheiß Templars. Was soll denn der Kack? Oh ja, Grönland ist done. Okay, wo haben sie das nächste? Da unten in Spanien. Sonst sehe ich noch keins. Russland ist auch langsam dabei. Militäreinrichtung. Oh, jetzt schon! What? What, 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 what? Ich glaube kaum, dass ich das schaffe jetzt. Wir haben noch keinen Vampir, oder? Haben wir das schon in Auftrag gegeben? Den neuen Vampir? Damn it. Ja, ich glaube, es eskaliert wieder zu schnell. Das ist doch kacke, Mann. Wie langsam soll man das denn noch angehen? Okay, wir haben das Ding aber diesmal erledigt. Templerbasis hin. Okay, erstmal schnell dahin, damit wir das Labor zerstören. Blutopfer-Symptom, sehr gut. Blutopfer bringt uns richtig was. Das hätte ich sonst echt mit Mühe und Not selber irgendwie hinbekommen müssen. Okay, und jetzt schnell zurück. Oh, weißt du was, wir gehen jetzt da hin und hauen da nochmal kaputt. Russland zerfällt. Ah, toll. Templer wollen Vampirverstecke kaputt.